Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring, genauer gesagt Shadow of the Erdtree. Der DLC wurde geleakt, das Datum wurde geleakt und zwar soll es der 5. Februar 2024 sein. Und normalerweise mache ich nicht so gern Videos über Leaks, aber dieser Leak hier ist schon sehr, sehr, sehr vertrauenswürdig, weil das mit vielen Leaks von vor Jahren, von letztem Jahr sogar zusammenhängt. Ich hatte schon mal letztes Jahr im Juli ein Video gemacht dazu, dass der DLC geleakt wurde. Da wussten wir noch gar nicht, dass es ein DLC gibt. Dann kam dieses Bild hier raus. Das wurde bei Bandai Namco entnommen und geleakt. Da sehen wir Dragon Ball The Breakers, wir sehen Armored Core, die ja schon beide draußen sind. Wir sehen den Elden Ring DLC und wir sehen Code Vein 2, das ja auch schon in den Startlöchern steht. Und was man auch dazu sagen muss, hier steht zwar Q3 Fiskaljahr 2023, dazu muss man aber auch wissen, Bandai Namco hat ein anderes Fiskaljahr. Das bedeutet, bei denen geht es nicht los am 1. Januar, sondern am 1. April. Fiskaljahr endet am 31. März. Das passt dann auch wieder ganz gut. Q3 ist dann bis Ende des Jahres. 5. Februar. 5. Februar ist dann ein bisschen mehr als einen Monat später. Das kann natürlich wegen Entwicklungszeit oder sonstigem passiert sein. Aber wir können stark davon ausgehen, dass der 5. Februar stimmen wird. Das Thema ist ja auch schon relativ bekannt. Viele gehen davon aus, dass es sich um Mikellas Storyline handelt. Mikella, ihr erinnert euch, bei Mokwin im Palast das Kokon, wo nur eine Hand rausragt. Mein Call ist immer noch, nachdem wir ihn besiegt haben und irgendein Item haben, berühren wir die Hand und kommen in Shadow of the Erdtree, in der Vergangenheit, in der Zukunft, in der Zwischenwelt, irgendwo, aber es wird sich um das Thema Mikella handeln. Mehr als dieses Bild hier haben wir bisher noch nicht bekommen. Ich bin gespannt, auf der Game Awards Show wird es dann wahrscheinlich mehr Informationen geben, zusätzlich zu dem Fe 5. Februar, wo es dann rauskommt. Die Game Awards sind am 7. Dezember, das würde also auch zeitlich passen. 7. Dezember Announcement wäre dann theoretisch sogar Q3 von Bandai Namco. Und dann 2 Monate später, wo der DLC rauskommt, passt für mich persönlich perfekt. Ich freue mich extrem darauf. Ich werde auf jeden Fall vorher nochmal in Elden Ring gehen und Steine sammeln und ein bisschen vorbereiten und so, damit ich die ganzen neuen Waffen und so auch direkt benutzen kann. Gibt bestimmt auch neue Aschen und. Da bin ich extrem gespannt drauf. Ich hoffe, dass jetzt nicht zu viel geleakt wird vom DLC. Ich will da schon relativ leakfrei reingehen und auch, dass am 7. Dezember da in einem Trailer nicht zu viel gezeigt wird. Lasst mal gerne eure Meinung unten in den Kommentaren stehen. Glaubt ihr, der Leak stimmt? Und freut ihr euch auch so extrem auf den DLC von Elden Ring? Werdet ihr euch den DLC holen? Schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, wie viele von euch da auch Bock drauf haben. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann gerne ein Follow da lassen. Würde ich mich sehr freuen. Und natürlich ein Like auf dem Video. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.